Schönen guten Tag aus North Carolina, aus dem schönen kleinen Ort Tryon. So, Tryon hat etwas ganz Besonderes, nämlich die angeblich kleinste Zeitung der Welt. Ja, Daily Newspaper. So, jetzt sollte ich die finden als Challenge und die wichtigste Nachricht dieser kleinsten Zeitung auch vorlesen. So, klingt erstmal einfach. Wenn es einem auch bewusst ist, dass natürlich der Tryon Bulletin, wie die Zeitung heißt, auch in Tryon veröffentlicht wird und nicht in Charlotte, der Großstadt hier in der Nähe, war mir nicht ganz klar. Ich habe heute Nacht in Charlotte übernachtet, habe Couchsurfing gemacht, super tolle Stadt, hat mir sehr gefallen. Und heute Morgen wollte ich den Tryon Bulletin holen und dann meinten alle so, du, ganz ehrlich, da musst du nach Tryon fahren und nicht nach Charlotte. Gut, hier bin ich hingefahren und jetzt ging es los, den Tryon Bulletin finden und da vorne ist das Verlagsgebäude und da habe ich sofort eine Zeitung bekommen. Ja, so klein ist sie, mini klein und sie war schon mal kleiner. In 20er, 30er Jahren letzten Jahrhunderts war die nur halb so groß und ich habe gerade auch da Kopien von gesehen. Also es war so ein mini kleines Blatt, bis irgendwann die Leute sagten, pass auf, das ist so klein, das können selbst wir nicht mehr lesen. So. Trotzdem klein genug. Ich habe hier was vorgelesen auch. Genau, also Polk declares no federal prisoners at new jail. So, was heißt das? Also ganz einfach, hier gibt es ein Gefängnis im Ort, im kleinen Mini-Ort und die wollen nicht die Gefängnisinsassen aus dem ganzen USA haben. Da gibt es gerade große Streitereien und deshalb, das ist die wichtigste News des Tages aus der kleinsten Zeitung der Welt, die sogar schon mal halb so klein war. So, das war's. Alles toll. Es geht weiter nach South Carolina und da wird's ernst. Ja, und übrigens heute Jubiläum, 20. Bundesstaat in 13 Tagen. Das ist natürlich super und ja, bitte teilen und my-challenge-coach.de. Tschüss.